Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe 50 Plus. Sondersender NRW TV und Ultra DW TV machen jetzt Fernsehen ab 50 Plus. Passt ja auch zu eurem Medienkanzler, der auch dazugehört, 50 Plus. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Zuschauer, Facebook, YouTuber, aber für die realen Zuschauer, für die realen Kunden, die täglich zu uns kommen. So, DVB-T 2 ist so gut wie in trockenen Tüchern noch 9 Tage. So, DVB-T 2, soeben gekommen, wird jetzt ausgepackt und vorgeführt mit einem Kabel, HDMI-Kabel. Warum das unbedingt Gold sein muss, weiß ich noch nicht, weil an sich gute und sehr gute Qualität braucht man an sich nur für 4K und für 3D. Und es wird soeben geschält und somit mache ich gleich weiter. Achtet auf die Uhr, richtig, hat lange gedauert, ich musste leider weg deswegen, aber ich wollte euch doch wegen DVB-T 2 euch das doch, ne? Die DVB-T 2 brauchen, ne? Es ist gekommen, damit ich darüber berichten kann. Euer Medienkanzler hat sich in den Kosten gestürzt. Es sollte ein Geschenk werden. Wird ja auch ein Geschenk, sonst hätte ich das jetzt nicht bestellt. Ne? Warum Gold? Hatte ich vorhin schon versucht zu erwähnen, aber da musste ich ja leider weg. Im Gold, damit die Übertragung besser wird. Ich meine, schummeln ohne Ende, lügen ohne Ende. Unsere Fernsehgesellschaften mittlerweile. Ich habe durch dieses Weggehen, ich musste da jemandem helfen, vieles erfahren, was hier in Deutschland so abgeht, aber ich werde mir auch so angewöhnen, keinem mehr zu helfen, weil am Ende hat man nur Ärger. Aber das in einem anderen Video. So, hier, DVB-T, meine lieben Freunde, meine sehr geehrten Kunden, meine Zuschauer, YouTuber, Facebooker und so weiter. Ihr braucht jetzt DVB-T 2, leider, weil SPD, der ist dann egal, ob ihr Fernseher habt oder nicht. Also mit Sozial sind die nicht, wer SPD wählt, ist selber schuld. Das mal am Rande. Und hier steht ja auch drauf, Freenet ist ja jetzt schon mit drin. Aber in Wirklichkeit ist das ja eine Gesellschaft, eine Firma, Freenet. Freenet, die heißt so. Ja, hier steht auch 4HD, ist klar. Also jemand bekommt dieses DVB-T-Gerät, weil dieser jemand Geburtstag hat und ist Jugendlicher. Ein Jugendlicher von 15 bekommt dieses Gerät, weil an sich Vater, Mutter natürlich ein Kabel hätten vom Satellit ins Kinderzimmer und dann hätte das Kind auch. Weil es hochmoderne Fernseher sind, einmal in 4K, hätte man direkt hinten angeschlossen und dann hätte man über SAT weiterhin Fernsehen gucken können. Und ein 4K-Fernseher mit fast 600 Hertz, meine lieben Freunde, der macht auch aus einem Single, also Standard digital, wunderbare Bilder. Wie gesagt, das ist frisch angekommen. Hat auch für die alten Fernseher SCART dabei. Ja? Ein sogenannte 5-Pol, nein, DIN auf SCART. Den Anschluss, wie immer. Ne? Die neue Fernbedienung, wo noch mehr kostet. Ne? Ihr wisst ja mittlerweile, rot und so weiter. Man kann die abrufen. Einige haben ja Kabel zu Hause, können dann Maxdome, Sky und so weiter abrufen. Was man hier so alles abrufen kann, wissen wir noch nicht. Wird sich morgen rausstellen, weil das Kind hat morgen. Ist ja kein Kind mehr. Jugendliche bekommen. Okay. So, da ist es, das Gerät. Nach diesem Video könnte man dieses Gerät noch als Videoclip hinten beifügen. Ob wir es machen, weiß ich nicht. Werdet ihr merken, wenn ihr am Ende angekommen seid. So, hier, wie gesagt, wird alles angeschlossen. Und Hoside, hier ist Hoside für die etwas älteren Fernseher, die SCART haben. Und für die hochmodernen dann HDMI. So, wer jetzt, also mittlerweile machen wir nur noch aus Spaß Film und Fernsehen für 50 plus, 55 plus. Die 50 plus und 55 plus, die Ahnung haben, so richtig Ahnung haben, die wissen genau, wovon ich jetzt hier spreche. In Wirklichkeit sind nur die Stecker geändert worden. Das Inputverfahren innen drin, wie der Strom, Induktionsstrom, egal, oder Datenträger etc., ist an sich immer dasselbe. Ja? So, hier ist jetzt ein Codec drin, auch der allerneueste Codec. Ich habe mich noch nicht so schlau gemacht. Es gibt ja mittlerweile, kommen sehr viele Codecs auf uns zu.
Also der H265 ist klar für HD, der ist jetzt hier eingebaut, war leider nicht im 4K drin, auch so eine merkwürdige Geschichte, also wir hatten ein 4K-Gerät gekauft, an die Wand gemacht, ja, weil der Kabel im Wohnzimmer, da läuft satt, da ist aber normaler HD-Ready, weil Fernseher ist nicht so wichtig. So, jetzt mittlerweile, weil wir uns alles hier anschaffen müssen, für die, die 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Geräte haben, und über 10 Geräte Fernsehen gucken. Ja, meine lieben Freunde, jetzt könnte man hergehen, also wenn, für alle Singles, die mehr als einen Fernseher haben, wenn sie natürlich so ein Gerät haben, dann rausnehmen, an das andere anschließen, also vorher alles einstellen. Auf alle 5 Fernsehgeräte schaut keiner. So, wir haben sehr viele Kunden, die in der Küche arbeiten und ein bisschen fern gucken möchten, aus welchem Grund auch immer. So. Die hatten sich, also da habe ich auch gesagt, liebe Kundin, kaufen Sie nur ein Gerät, Sie sind ja nicht immer in der Küche, nehmen Sie es ab. Dann haben wir noch eine Kundin, die geht in den Schrebergarten, kauft euch eins, wenn ihr nach Hause kommt, macht das wieder dran. Wenn ihr es vergessen habt, habt ihr eben zu Hause keinen Fernsehen, aber einen tollen Nachmittag im Schrebergarten gehabt. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, HDMI, Anschluss und so weiter und so fort. So, hier braucht man natürlich einen ganz einfachen HDMI. Anschluss, weil hier nicht so viele Daten kommen. Einfach nur ein Signal und das Signal ist zwar in HD und wird hier konvertiert, wird dann weitergeleitet an den Fernseher, der in Wirklichkeit dann jetzt kein Fernseher mehr ist, sondern ein Monitor. Wenn wir alle ehrlich sind, wir brauchen gar keine richtigen Fernseher mehr. In der Regel brauchen wir nur noch Monitore, die ganz viele AV-Eingänge haben. Und dann einfach umschaltet für die PlayStation, für Nintendo, für irgendeinen PC oder halt jetzt hier DVB-T 2. So, nicht jeder bekommt, also man war ja schlau, man wollte dem Kind halt ein Kabel schenken, ja, können so einen Anschluss vom SAT ins Kinderzimmer, aber da hat sich die Firma gedacht, ja, dann hätten wir gern 500 Euro, 90 Euro die Stunde, 75 Euro die Anfahrt und zusätzlich das Kabel. Ja, aber in Wahrheit sieht die Wahrheit natürlich komplett anders aus. An sich könnte man ein Loch bohren, Kabel durch, fertig. Aber wie das so ist, man braucht ja die Genehmigung des Vermieters. So, 500 Euro mal eben so als Geburtstagsgeschenk, meh. Leider nicht. So, mittlerweile gibt es dieses gute Stück auch bei Pearl. Also bei Pearl gibt es auch DVB-T 2. Wer also nur ein bisschen Fernsehen schauen möchte, nimmt es da und leider 70 Euro hochgerechnet. Machen wir uns nichts aus, da 5,75 Euro im Monat, das ist eine Milchmädchenrechnung. 70 Euro im Monat, das lebenslang. Nun, wer das will, wer das mag, ist selber schuld. Ja, Feststellung, da wir heute wie gesagt geholfen haben, ist ja, dass irgendwie der Helfer meistens der Dumme ist und deswegen wollen viele schon gar nicht mehr helfen. Ne? Weil am Ende bezahlt der Helfer das Ganze, um denjenigen, welchen, den er da geholfen hat, nicht wahr? Ja. Ja, wir hatten da einige Fälle. Ein Motorradfahrer war stark am Bluten. Jemand hat zum Unterlegen seine Jacke darunter geschoben und wollte die dann bezahlt haben. Auch mal eben lockere 500 Euro, weil das auch eine Lederjacke war. Ja, der Verletzte, dem da geholfen wurde, ja, der muss 500 Euro für die Jacke bezahlen. Ja, ist so. Wenn einer einen LKW sieht, der die Böschung runterdüst und schnappt sich irgendein Auto, fährt das dahin, der LKW schrammt das Auto, hat aber viele, viele Menschenleben gerettet. Derjenige, der ins Auto gesprungen ist, das da vorgefahren hat, um den LKW zu bremsen, damit die Menschen geschützt werden, der muss das Auto dem Halter bezahlen. Um das mal klarzustellen, wer heutzutage blind hilft, auch derjenige, der bei der Meute, ja, in so einer Meute oder Terroristen oder was weiß ich, ne, deswegen wissen die Terroristen das ja auch, ne, deswegen machen die das ja auch. Ne, denn die terrorisieren ja nicht die Großen, die Mächtigen, nö, die terrorisieren uns, weil die ja wissen, wenn wir einschreiten, wenn wir eingreifen, werden wir obendrein noch bestraft. Ist kein Scherz, das ist so. Ja, wir werden bestraft, wenn man
keinen Satellitenempfang hat, ja, und wenn man auch keinen Zugang hat für die Telekom oder wie die alle so da heißen. Wichtig ist, man muss Geld haben. Wer jetzt behauptet, er hat mehr Geld als über, der guckt dieses Video nicht. Ja, der ist überhaupt nicht bei YouTube, der ist auch gar nicht irgendwo. Nee, eben nicht. Also die fetten Reichen, die sich alles leisten können, von mir aus 10 DVB-Ts oder was weiß ich, Satellitentelefone oder keine Ahnung, ja, goldenes Klo, die gucken kein Freenet, die sind nicht bei Facebook, die sind nicht bei YouTube und so weiter. Ja, und die haben da alles anders oder denen ist das egal, ob sie das bezahlen müssen oder nicht. Ja, oder die haben ihre Wege, um es zu bekommen. Ja, weil die nun mal das Kleingeld haben. So, die junge Dame freut sich easy, in der Sprache der Jugend zu sprechen, easy. Ja, sie freut sich also wirklich einen Knubbel im Bauch, dass sie da morgen ihr DVB-T 2+0 da installiert bekommt, weil sie sonst keinen Fernseher hat, ist klar. So, wenn so ein Jugendlicher Geburtstag hat, will man ja nicht, da wurde das dann mal kurz investiert. Ja, dieses gute Stück, was ich jetzt hier hochgehalten habe, kostet natürlich 63,95 oder 59,95 ohne Kabel bei Amazon. So, bei Amazon kann man sich das gute Stück dann besorgen für 59,95 dieses hier. Ja. Ist ein schönes Gerät, das Kind hat sich das selbst ausgesucht, weil die Kinder von heute gehen zu YouTube und schauen nach, was man da so kaufen kann. Ja, bevor ein Jugendlicher mit 15 irgendwo in einen Laden geht, hat er sicherlich sich ein Tutorial bei YouTube runtergeladen. So würden wir Alten gar nicht erst auf die Klopse kommen. Aber mittlerweile wir Alten ab 50 plus kommen auf den Klops und machen das auch. Ne? Wir gehen erst zu YouTube, schauen uns ein Tutorial an. An sich müsste ich mir jetzt ein Tutorial anschauen, wie bekomme ich wieder die Kiste zu. Bestimmt wird da irgendeiner mir jetzt ein Tutorial machen, wie ich diese Kiste zumachen kann. Dann gucke ich mir das YouTube-Signal an, diese Story da, und dann mache ich nach diesem Vorbild gleich dieses wieder zu. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also die Jugendlichen sind auf Zack, aber welcher Jugendlicher hatte mal eben 70 Euro über im Jahr? Ja? Ich meine, ist ein teures Geschenk, mal eben so 140 Euro, 130 Euro, wie vorhin erwähnt, bei Pearl TV gibt es mittlerweile auch DVB-T für 39,95, so ist es ja nicht. Aber man weiß nicht, ob die Qualität stimmt. Ja? Also wenn man jetzt ein Geschenk, ich habe gerade ein Tutorial geguckt und deswegen weiß ich, wie man den Karton wieder zumacht. Könnte ich ja jetzt auch so ein Tutorial machen, wie man den Karton zumacht. Ja, ihr wisst, dass euer AWR Movie bzw. euer Medienkanzler immer hin und wieder mal ein bisschen auf die Satire zureitet. Ne? So, die Sache ist ja nun mal die, dass wir in einer Zeit leben, in einer sogenannten Selfie-Generation. Wir machen Selfies. Wir wollen selber alle irgendwie berühmt werden. Morgen können wir Lotto-Millionär werden. So in dem Dreh leben wir alle, deswegen nehmen wir das auch hin, dass ab sofort DVB-T 2 angeblich nur DVB-T 2 voll HD, also ich werde mir das morgen angucken, wenn, wohlgemerkt, wenn das so ist. Ich meine, dann wäre das ja noch brillanter auf einem 4K-Fernseher. Ach herrlich, keine Ahnung. Okay, ihr habt gesehen, DVB-T 2 ist da, wird eingesetzt, dem Jugendlichen klargemacht, sobald jemand gefunden wird, der dort Kabel legen kann, von der Satellitenanlage ins Kinderzimmer, kommt dieses gute Stück in den Verkauf, Secondhand oder so, oder aber man nutzt es halt für irgendetwas, wo kein Sat ist, wo man hier zum Beispiel arbeiten möchte oder wenn man bei Dreharbeiten Fernsehen gucken möchte, kann man das ja eben nutzen, dann kann man auch ARD, ZDF oder Info gucken, man muss ja nicht unbedingt. So, dann sind wir ja. Also wir zahlen jetzt das Gerät hier, dieses gute Stück kam 63,95, dann zahlen wir die 69 Euro Karte, also ich rechne mal hoch, also 140 Euro gibt man beim Start aus, danach pro Jahr 70 Euro, somit würde jetzt dieser Jugendliche, der dieses Geschenk bekommt, das DVB-T2,
pro Jahr eine Karte erhalten. Ja, ein tolles Geschenk. Ne? Also ihr kriegt eine Karte, 70 Euro wert, das sind 140 Mark für die, die nachrechnen. Wir sind ja die 50, 55 plus. Und wir wissen ja, meine lieben Freunde im Staat Deutschland, wenn wir schon DVB T2 bekommen, ohne gefragt zu werden, weil die Privaten, obwohl SPD grünes Licht, ja, aber SPD ist ja nun mal grün verseucht, ist ja mehr komisch, irgendwie doch schwarz in der Seele. Aber egal, das ist politisch und das interessiert euer Medienkanzler überhaupt nicht. Also 50 plus und 55 plus, die sollten an sich drüber mal sinnen, ob der ganze Unsinn, der um uns herum ist, wirklich tragbar noch ist. Warum sollten wir Alten ab 50 plus, 55 plus den Lauten machen? Das muss ja wohl nicht sein. So, viele haben es also schon bemerkt, dass mit DVB T2 eine Abzocke in die Bude kommt, die sich gewaschen hat. Ja, das ist eben so. Man kann nicht überall Kabel legen von einer Dachantenne bzw. Satellit. Man muss das immer deutlich sprechen, sonst flippen einige aus. Das Signal, das Standard-Digitale, digital ist digital, hätte an sich ausgereicht, denn keine Senderanstalt wird jetzt neue Masten bauen mit höherer Kapazität, mit mehr Leistung und all solche Sachen. Das kostet nämlich richtig Geld. Wir lassen uns überraschen. Im Moment sind es noch 9 Tage und dann ist DVB-T für alle da, die DVB-T2 brauchen, also DVB-T abschalten müssen. Wir müssen viele Fernseher, Gott sei Dank haben die noch mehr Funktionen, entsorgen. Also wir müssen nichts entsorgen, wir können nur nicht ferngucken, also wir können kein Fernsehen mehr gucken. Wir können diese nur noch als Monitore nutzen, als Zuspalt. Also wenn ich mir das so ansehe, brauchen wir alle kein TV mehr, nur noch Monitore. Oder aber TV der allerneuesten Liga mit DVB T2. Aber geht mal Mediamarkt, geht mal Saturn, geht mal den Vater aller Saturn- und Mediamärkte, Metro, geht mal da rein, was kriegt ihr? Uralte Geräte, die gar kein DVB T2 haben. Ja. Ja, die haut man euch um die Ohren. Ihr habt alle neue Flats gekauft. Ihr habt alle, wie die Weltmeister, neue Fernsehgeräte gekauft. Seid jetzt der Meinung, ihr seid auf der sicheren Seite und dann stellt er fest, ups. Ja, und ich spreche jetzt, euer Medienkanzler spricht jetzt aus der Seele meiner Kunden, unserer Kunden. Ja, die haben uns das alles angetragen. Und deswegen hat der Medienkanzler einfach mal so ein Gerät geholt, weil ein Geburtstag ansteht. Weil das Kabel, es sollte ein Kabel gelegt werden, aber 500 Euro für ein Kabel legen, 500 Euro, mal eben, das sind ein paar Meter nur, wirklich, das sind nur ein paar Meter, mehr nicht, aber die Anfahrt, die Stunden, ne, die lassen sich das im Moment richtig gut bezahlen. Ja, so sieht's aus. So, also wie gesagt, es geht natürlich weiter, die Kampagne mit DVB T2, viele werden ja mittlerweile wach, und dann schauen wir mal, wie das hier so funktioniert mit DVB T2. Wie man das freischaltet, ob das jetzt hier in diesem Gerät mit drin ist, ob es verschiedene Geräte gibt. Ja, ob man, also viele müssen ja an einen heimischen PC bei HDTV zum Beispiel, HDTV Plus, musste man auf den ihrer Seite, HDTV Plus Seite, und dort musste man dann den Codec eingeben, ein paar Minuten warten, dann hatte man wieder ein Jahr Fernsehen. Ja, das ist für die SAT-Anlage. Die SAT-Anlage. Und wenn man richtig HD sehen will, braucht man also eine SAT-Anlage mit den HDTV Receiver Plus. Und mittlerweile gibt es den auch kaum noch. Das wird auch irgendwie so. Ja, die Firma Freenet, die freut sich. Die Firma Freenet wird richtig fett reich. Wir alle machen jetzt, stellen wir euch mal vor, wir wären jetzt 89 Millionen, die DVB T2 gehabt hätten. Ist ja nicht. Angeblich sind es ja nur 36 Millionen, die davon betroffen sind, und die richtig betroffen sind, so circa 6 Millionen. 6 Millionen sehen in die dunkle Röhre. Die Tochter wäre mit dabei. Ja, wir bedanken uns bei dem Kunden, der uns das hier hat überlassen, für diesen Beitrag. Wie gesagt, wir werden mal für diesen Kunden recherchieren, ob wir ihm nicht da jemanden besorgen, der das eine Kabel von der Schüssel
von Sat.Anlage ins Kinderzimmer einspeist und somit auch diese sogenannten 70 Euro im Jahr spart. Denn wer ein HD, also einen richtig sehr guten HD mit einer sehr guten Frequenz und Emulation hat, wie zum Beispiel 4K simuliert das HD auf 4K, also es wird brillanter dadurch. Wer also gute Monitore hat, wer also gute Anlagen hat, sieht auch gut und braucht nicht eine zusätzliche Einspeisung. Nur für die Normalfernseher, die normal Ready oder keine Ahnung, so billig Teile, die da an der Wand oder irgendwo im Flur oder im Schlafzimmer, Kinderzimmer rumstehen, da kann man sich schon mal wünschen, ein schärferes Bild haben zu wollen. So, die Elite, also die Filmfreunde, die Elite, also unsere Filmfreunde, Kinofreunde, Filmfreaks und so weiter, die wissen genau, wovon gesprochen wird. So, ein Fernsehen in Blu-ray-Qualität bei so viel Werbung, so viel Unterbrechungen, so viele Altserien macht irgendwie keinen Sinn. Hätten die jetzt gesagt, wir bringen jetzt DVB-T 2 raus und machen alles neu. Keine Werbung mehr in den Filmen, sondern nur noch davor und danach. Und nee, die hacken weiter, die machen weiter. Und jetzt nehmen sie euch noch mehr Geld aus den Taschen. Ich verstehe, also persönlich verstehe ich es nicht. Also ich habe, also euer Medienkanzler hat natürlich eine Sat.Anlage, hat auch HDR Plus, zahlt freiwillig. Also wie es noch schön war, freiwillig zahlen zu dürfen, das waren noch schöne Zeiten. Heute ist das Zwang. Wer kein HD hat, wird gezwungen, HD zu sehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das nennt sich DVB-T2. Ja, oder nicht?